Ich habe mir nie so sehr viel aus Schule gemacht. Ich bin ungefähr bis zu meinem 15. Lebensjahr im Wesentlichen aufgewachsen, ohne dass irgendeiner zu mir gesagt hat, du musst dich mal in der Schule anstrengen. Ich habe sehr viel gespielt, Sport gemacht, bin in der Natur unterwegs gewesen, habe unendlich viele Erfahrungen gesammelt. Und dann ungefähr mit 15 wurde mir klar gemacht, dass es jetzt langsam an der Zeit wäre, sich anzustrengen. Und das habe ich dann auch eingesehen, weil ich eigentlich studieren wollte. Und dann habe ich ein bisschen rangehauen und dann habe ich es halt gemacht. Aber dadurch, dass ich es nicht so wichtig genommen habe, hat es mir auch nicht wehtun können, wenn ich dort verletzt worden bin. Klar, da gab es Lateinlehrer, die haben es wunderbar fertig gebracht, einen einzelnen Schüler richtig fertig zu machen. Aber man muss sich ja nicht so viel draus machen. Das kann man aber nur dann, wenn die Schule nicht Mittelpunkt und Zentrum des gesamten Lebens wird. Das heißt, möglicherweise darf die Schule gar nicht so bedeutsam sein. Ich bin ja in der ehemaligen DDR groß geworden und dort in die Schule gegangen. Und da gab es immerhin einen Russischlehrer. Russisch war ja eine Disziplin, ein Fach, was wir lernen mussten und keiner wollte das lernen. Und dieser Russischlehrer hat dann irgendwann in der 8. Klasse zu mir gesagt, Hüter, mit dir wird das nichts. Abitur schaffst du nie. Und das hat mich so geärgert, dass ich wahrscheinlich dem verdanke, dass ich mich nochmal zusammengerissen habe. 8. Klasse ist ja Pubertät, ist eine schwierige Zeit. Und der hat mich nochmal richtig herausgefordert. Also auch das kann Pädagogik sein, indem man spürt, dass der andere bei seinem Ehrgeiz gekitzelt werden muss, damit der selbst motiviert in Lernprozesse reingeht.